Willkommen auch von mir und schön, dass Sie in der Session 1 beim ersten Vortrag auch bei den Künsten gelandet sind. Andi hat es ja schon gesagt, eigentlich hätte hier das schöne Duo Frederik und Friederike stehen sollen. Jetzt haben Sie nur mich. Ich habe Ihnen Frederik aber ein bisschen mitgebracht, das werden Sie gleich sehen. Und ich erzähle Ihnen jetzt heute etwas zu unserer Utopie, Diamonds is the Art's Best Friend. Und vielleicht noch vorweg gesagt, wenn wir über Diamonds sprechen, dann meinen wir etwas anderes, als das zum Beispiel, was in der Keynote vorgekommen ist. Wir meinen nicht nur Journal-Artikel, weil wir in den Künsten einfach so viel mehr haben. Nur, dass Sie nicht verwirrt sind, wenn es hier gleich um etwas andere Inhalte geht, als vielleicht manche von Ihnen mit Diamond assoziieren. Und wenn man sich so eine Utopie überlegt, das haben Frederik und ich im Vorfeld sehr intensiv gemacht, dann haben wir uns gedacht, wie können wir Ihnen die eigentlich näher mitbringen? Und wir haben beschlossen, wir lassen mal ein bisschen die zukünftigen Frederiks und Friederiken mit Ihnen sprechen, indem wir uns kleine Briefe geschrieben haben. Und hier haben wir den ersten Brief. Wir sind 2035, also knapp 11 Jahre von hier. Und leben in einer Utopie. Alles ist super, alles, die Openness wurde verinnerlicht. Es gibt ein Konsortium, das United Publishing System, das alle unsere Probleme gelöst hat. Und wenn man in der Zukunft Menschen von Diamond erzählt, dann erzählen möchte, wie es eigentlich früher gelaufen ist, dann gucken die einen völlig verständnislos an, als wenn man jetzt heute Personen erzählen möchte, wie die Welt mal ohne Internet gelaufen ist. Und eine Utopie ist aber auch nur dann eine Utopie, wenn noch manche realistische Inhalte mit drin sind. Sie sehen im öffentlichen Dienst, manche Sachen funktionieren auch immer noch nicht. Deswegen das VR-Portal der UdK ist nicht funktionsfähig. Nur, dass man merkt, es kann wirklich realistisch sein. Die Utopie haben wir uns überlegt, in ein paar Bausteinen genauer mit Ihnen zu betrachten. Es gibt ganz, ganz viele Bausteine. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, uns darauf zu fokussieren, über die Openness zu sprechen, über die Publikationen zu sprechen, über die Finanzierung zu sprechen, ganz wichtiger Part, die Stakeholder mal zu benennen und am Ende auch noch mal zu klären, warum eigentlich Diamond der Mehrwert für die Künste ist. Gehen wir den nächsten Schritt, also wir sind wieder ein bisschen in der Zukunft. Ich habe mir das mal vorgestellt, es gibt ein total tolles neues Angebot vom United Publishing Service, was endlich unsere Wünsche mit befriedigt, und zwar, dass wir zum Beispiel Abschnitte individuell lizenzieren können, das in den Metadaten auch kennzeichnen können, um einfach unsere künstlerisch-wissenschaftlichen Publikationen besser aufbereiten zu können. Wir haben auch geträumt, wie wäre es eigentlich, wenn es nochmal eine neue Lizenz geben würde, um vielleicht etwaige einzuschränkende Nachnutzungen, die es in den Künsten durchaus geben kann, zu ermöglichen, dass man dann auch Film und Text zum Beispiel auch unterschiedlich lizenzieren könnte. Und dass man auch ganz klar sagt, okay, es gibt auch noch Möglichkeiten, um die Bezüge, die wir zum Beispiel zur Kreativwirtschaft haben, auch weiterhin bestehen zu lassen, indem zum Beispiel eine Kinofassung noch davon unberührt ist und entsprechend auch aufgeführt werden kann. Was heißt das jetzt konkret, wenn ich mir die Openness 2035 mit 24 angucke? 35 wäre mein Traum, dass wir sagen, die Maxime so offen wie möglich und so geschützt wie nötig ist komplett verinnerlicht. Aus heutiger Perspektive würde ich sagen, diese Maxime, die auch von der UNESCO gefördert wird, die nimmt immer mehr Raum ein und sie wird immer präsenter. Aber wir haben einen immer noch, wie ich sage, von CC BY dominierten Diskurs. Und für alle von Ihnen, die nicht so viel mit den Künsten zu tun haben oder mit der Kulturlandschaft, da muss ich ganz klar einfach sagen, alles für alle offen, das funktioniert in der Kulturlandschaft nicht und für uns wäre das die Dystopie, jetzt mal als Gegensatz zur Utopie. In der Zukunft wünschen wir uns die zusätzlichen Lizenzierungsoptionen, die einfach das Spektrum erweitern, speziell für multimediale Inhalte. Und dass wir auch akzeptieren, so geschützt wie nötig, es gibt halt einfach Inhalte, wo wir eine gewisse Einschränkung vornehmen müssen in der Nachnutzung. Und aus heutiger Sicht ist zumindest meine Erfahrung, dass wenn ich Werke habe, die aus mehreren Komponenten bestehen, das sehr schwierig ist, die unterschiedlich zu lizenzieren. Es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr schwierig. Und etwaige Einschränkungen, die man treffen muss, sind auch relativ schwer umzusetzen. Wenn man so ins Träumen gerät, dann fängt man natürlich an, die ganz großen Sachen auch einmal anzudenken. Wir haben dann geträumt von Urheberrechtsnovellierungen, die auch die Rechte der Urhebenden weiter stärken und auch die Rechte der Forschenden, einfach um da mehr Möglichkeiten zu schaffen. Besonders schön wäre es natürlich, wenn das auch noch in einer verständlichen Form für alle passieren würde. Heutzutage haben wir dank der Schrankenregelungen ja schon einige Möglichkeiten, aber wer auch schon immer mal mit den Schrankenregelungen in den Künsten gearbeitet hat, weiß, es ist wahnsinnig schwierig, man stößt schnell an Grenzen und wenn ich das juristische Fachwissen nicht habe, dann ja, ist es halt einfach nicht mehr so leicht, das umzusetzen. Wir gucken mal weiter in die Zukunft. Hier chatten Frederik und ich ein bisschen, also wir können auch mehr als nur Mails schreiben. Und auch in der Zukunft haben wir aber vielleicht doch immer noch den Fall, dass es eine Publikation gibt, die multimedial ist, wo ich aber auf dem Uniserver eben
nur das PDF finde. Und zum Glück wird es auch in der Zukunft total engagierte Bibliothekarinnen geben, die einem das trotzdem besorgen können, natürlich mit allen Einverständnissen. Und dass wir dann aber feststellen, in den Naturwissenschaften sind sie offensichtlich schon weiter und da können sie das alles schon besorgen, sodass wir einfach sagen, in der Zukunft wünschen wir uns, dass wir da auch dann alle hinkommen und vielleicht auch bessere Emojis zeichnen können. Gucken wir uns die Publikationen an. Für uns in den Künsten ist es immer ganz wichtig zu sagen, das Werk steht im Fokus. Heutzutage ist es leider so, dass sich die Umsetzung an den vorhandenen Infrastrukturen ausrichtet. Das kann Einflüsse haben, dass das Werk dadurch angepasst werden muss und nicht in dem eigentlichen Sinne publiziert werden kann, wie es von den Urhebenden gerne gemacht worden wäre. Wir wünschen uns auch, dass der Kanon sich öffnet und sich eben nicht nur auf die sogenannten wissenschaftlichen Publikationen fokussiert, sondern auch Platz oder Raum schafft für künstlerische und auch künstlerisch-wissenschaftliche Publikationen. Wenn Sie noch nicht genau wissen, was das alles sein kann, können wir nachher gerne noch mal drüber diskutieren. Denn heutzutage würde ich sagen, es ist immer die wissenschaftliche Publikation, die betrachtet wird und es werden immer Journal-Artikel betrachtet. Jetzt langsam öffnet sich der Raum auch für Monographien. Es gibt aber so viel mehr und die Grenzen in den Fächern sind zum Teil sehr fließend und wir finden einfach, dass momentan das systembedingt leider manifestiert wird, wenn ich diese Betrachtung so stark darauf einschränke. Wichtig ist natürlich auch das ist hier eigentlich immer wieder Thema, es muss eine Qualitätssicherung gewährleistet werden. Wenn Sie jetzt denken, ich habe die super Idee, wie man das machen kann, die habe ich auch nicht, aber in der Utopie darf man ja erstmal träumen. Heutzutage stellen wir ja fest, es ist halt einfach sehr herausfordernd, in die entsprechende Qualitätssicherungsprozesse aufzubauen und die auch zu etablieren. Und ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir uns in die Utopie hineinträumen, wünschen wir uns, dass Veröffentlichungen medienagnostisch erfolgen können. Also wir haben viel mehr als nur Textpublikationen, wir haben viel mehr als nur PDF. Heutzutage, wenn von Publikationen gesprochen wird, auch hier bei den Open Access Tagen, geht es eigentlich immer nur um das PDF und nicht um die ganzen anderen wundervollen Publikationsmöglichkeiten, die es so gibt. Der Frederik, der ja jetzt heute nicht da ist, der ist aber auch in 11 Jahren noch wahnsinnig aktiv und versucht auch zu netzwerken, wie er es jetzt auch heute machen würde. In diesem Fall bittet er mich um weitere Informationen für eine Open Library visuelle Kommunikation. Das ist persönlich mein großer Traum, dass es die irgendwann mal gibt. Vielleicht nicht erst in 11 Jahren. Und weist auch hier darauf hin, dass es eine Interessentin gibt, die aber gar nicht mehr in einer Hochschule arbeitet, sondern in einer Agentur. Also das heißt, wir haben vielleicht auch noch Personen, die woanders arbeiten als im Bildungssektor und die aber auch gerne Open Access publizieren möchten. Und vielleicht haben wir mit Agenturen auch noch andere Stakeholder, die gerne mitfinanzieren möchten. Also dass man das alles mal ein bisschen weiterdenkt und auch überlegt, dass Konsortien eben aus mehreren Partizipierenden bestehen können. Kommen wir zur Finanzierung. Ich habe überlegt, ob ich das mit reinschreiben soll, weil eigentlich finde ich, ist das immer so ein absoluter Grundkonsens. Aber ich glaube, man muss es immer mal wieder mit nennen. In unserer Utopie ist die faire Entlohnung aller natürlich gewährleistet. Und wenn ich jetzt hier geschrieben habe, dass es in der Kunst-, Bildungs- und Wissenschaftslandschaft, dass es die prekären Arbeitsbedingungen gibt, ich hätte die Verlage noch mit aufführen sollen. Ich war mir, als ich den Vortrag geschrieben habe, nicht ganz sicher, wie das da ist, weil ich da nicht so firm drin bin. Aber wir haben es heute Morgen bei der Keynote gehört. Auch da gibt es die prekären Arbeitsbedingungen. Ganz wichtig für uns in der Utopie ist es, dass wir sagen, die Finanzierung folgt dem Purpose des Gemeinwohls. Das heißt, dass wir vielleicht mal anfangen, das eigene Prestige dem unterzuordnen und uns wirklich darauf fokussieren, was ist jetzt eigentlich der Sinn und Zweck des Ganzen. Und zumindest ich erlebe es in meiner beruflichen Praxis, dass die Finanzierung von fremden Publikationen, also Publikationen von Nicht-Institutionsmitgliedern, dass es da immer noch einen Vorbehalt gibt, der ja eigentlich, finde ich, sehr kontraproduktiv ist, wenn ich sage, ich möchte tolle Sachen publizieren. Darauf aufbauend ist für uns ganz wichtig, dass wir sagen, dass die Finanzierung ungeachtet der institutionellen Zugehörigkeit gewährleistet ist und das für alle Spektren, wo wir uns natürlich die Qualitätssicherung wünschen, an das wir aber momentan feststellen, dass es zumindest bei uns in unserem Metier häufig nur eine temporäre Institutionszugehörigkeit gibt. Die Personen wechseln auch häufig zwischen Kultur- oder Kreativszene und Hochschullandschaft. Und dass da einfach noch viel fehlt. Und man muss auch dazu sagen, bis jetzt gibt es nur wenig Diamond-Angebote in den Künsten. Nochmal dahinzu gesagt, Diamond bedeutet bei uns viel, viel mehr als nur Journal-Artikel, denn Journals sind bei uns nicht die Hauptpublikationsform. Gucken wir nochmal kurz in die Zukunft. Hier haben wir einen kleinen Chat. Frederik hat eine ganz tolle Kooperation aufgetan mit einer Forschenden von einer Universität in der Côte d'Ivoire. Und sie wollen ein tolles Projekt auf die Beine stellen.
Die Servicekraft in mir findet natürlich wieder, ja, informieren Sie mal, Finanzierung ist gesichert, ist ja vielleicht an Ihrer Hochschule nicht unbedingt gang und gäbe, dass wir inzwischen dieses tolle UPS haben. Und wir merken bei ihm, er ist voller Begeisterung schon in seiner Arbeit drin und hat gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass es ja andere Menschen gibt, die vielleicht noch diese Finanzierungsdramen haben könnten. Ob ich jemals ein VIP-Ticket kriege, gucken wir mal. Und dann kommen wir ein bisschen zu den Stakeholdern. Für uns sind natürlich Stakeholder die Institutionen. Und da würden wir uns ganz doll wünschen, dass die unabhängig von ihrer Größe Services anbieten können, diese auch mitnutzen können und auch anteilig mitfinanzieren. Ich komme jetzt aus einer Sparte. Wir haben in der Regel sind das sehr kleine Einrichtungen. Wenn wir in den Bibliothekssektor denken, dann sind wir an der UdK unfassbar groß. Es gibt ganz viele Bibliotheken, wo wirklich eine einstellige Anzahl von Personen arbeitet. Zum Teil auch One-Person-Libraries, die das ganz, ganz dringend brauchen, dass wir da gemeinsame Angebote auf die Beine stellen. Genau, also habe ich gerade gesagt, also momentan ist es einfach noch zu sehr abhängig von der Größe der Institution selbst. In der Utopie haben die Publizierenden dank einer gesicherten Finanzierung und es gibt die optimale Beratung, wie auch immer sie gestaltet wird, viel mehr Kapazitäten für ihre eigentliche Arbeit. Also in meinem Alltag erlebe ich immer, wie deprimierend das ist, wie viel Zeit die Forschenden und die Publizierenden eigentlich damit aufbringen müssen, das Geld aufzutreiben, womit sie dann wirklich oder was sie für ihre Publikation brauchen. Und ich stelle auch fest, dass das sichere Open Access Publizieren bei vielen einfach noch gar nicht so gesetzt ist. Das heißt, auch da ist immer noch viel Effort, den man reinbringen muss, ihnen einfach ja, Basics zu vermitteln. Und wir wünschen uns natürlich auch, dass es bei den Nachnutzenden, ungeachtet der fachlichen Zugehörigkeit, des geografischen Lebensmittelpunktes, dass es da einfach den gerechten Zugang zu Informationen gibt. Und nicht, wie es heute ist, dass dadurch, dass wir unterschiedlich ausgeprägte oder unterschiedlich stark ausgeprägte Open Access Aktivitäten und eben auch Möglichkeiten haben, dass es dann ein Ungleichgewicht gibt, was sich eigentlich nur noch mehr zementiert. Und so langsam nähern wir uns auch schon den nächsten Open Access Tagen in 2035, die immer noch stattfinden werden. Auch das war so eine Frage, die ich mir gestellt habe, wenn denn alles ganz super und ganz toll ist, kommen wir eigentlich noch jährlich zusammen und reden über Open Access? Und ich glaube, ja, werden wir tun, auch wenn es sich vieles geklärt hat. Es wird noch viele kleine, feine Abstufungen geben. Und Sie sehen, ich habe mir gewünscht, dass in 11 Jahren das in den Künsten Diamond Standard geworden ist, dass wir endlich so publizieren können, wie wir eigentlich wollen. Und dass sich auch die Open Access Tage mit ihrem Programm sehr geöffnet haben, dass es dann Virtual Reality Publikationen gibt. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, Frederik hat es auch 2035 nicht zu den Open Access Tagen geschafft. Aber dafür hat die UdK es nach 7 Monaten endlich mal hingekriegt, das Portal zu reparieren. Und ich werde wahrscheinlich sein Avatar sehen, immerhin. Und dann kommen wir schon zum Mehrwert. Was ist eigentlich für uns in den Künsten jetzt so wichtig, dass wir sagen, Open Access, Diamond Open Access, that's it. Wir glauben, dass die Gesellschaft der Openness, also wenn wir das wirklich mal durchdenken, total davon voneinander profitiert und es nicht nur der Forschungssektor ist und nicht nur der Kreativsektor ist, sondern die gesamte Gesellschaft, weil all das sind ja Teile von der Gesellschaft. Und wenn wir auf die Bedarfe der einzelnen Teile eingehen, dann können wir auch allen den Mehrwert mit reinbringen und das für sie so gestalten, dass es eben fair ist und dass wir die Finanzierung auch gemeinsam tragen, dass es halt nicht die Idee gibt, dass irgendeine Umsonstkultur gestaltet werden soll, die vereinzelte Bereiche der Gesellschaft vielleicht ja, nicht gut finden, weil es gegen ihre Bedarfe geht. Aus heutiger Sicht glaube ich, dass da vieles noch nicht im Einklang ist und dass wir einfach mal diesen Purpose des Gemeinwohls, warum machen wir das eigentlich, viel mehr verinnerlichen müssen und dass das noch eine ganz große Aufgabe ist. Ich hatte es ja auch schon angemerkt, also wir haben deutlich breiter gefasstes Publikationsspektrum, wir haben da viel, viel mehr und wir würden uns auch, oder wir denken, dass wenn dieser geöffnete Publikationskanon auch das Publikationsspektrum mehr anerkennt, was da ist, dass wir dann den Austausch total fördern und zwar den Austausch nicht nur innerhalb, sondern auch trans der künstlerischen wie wissenschaftlichen Disziplinen. Das ist jetzt teilweise schon Fakt, also zumindest in Berlin gibt es eine ganz intensive Kooperation zwischen der Universität der Künste und der Technischen Universität, was Forschung angeht. Es gibt aber auch noch viel, viel weitere Beispiele. Also das ist etwas, was wir, wenn wir jetzt schon ein bisschen weiterdenken würden, im Vorfeld mitstützen können, bevor wir hinterher den Entwicklungen nur hinterherrennen, die, glaube ich, auf jeden Fall kommen werden. Ja, denn momentan sehe ich einen eher konservativen Publikationskanon, der die Veröffentlichungslandschaft dominiert, dass es immer nur um Journal-Artikel geht, dass es jetzt langsam sich aufbricht mit Monografien. Aber wie gesagt, es gibt noch
so viel mehr. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir das ansprechen, damit wir eben nicht das Sichtbare bewusst selektieren und eigentlich wieder eingrenzen, obwohl wir doch die Openness alle wollen. Ja, Mehrwert wäre auch, wenn man es weiter auffächert und breiter aufstellt, dass die Publizierenden auch ihr OA-Basiswissen bekommen, was sie eigentlich dringend brauchen. Und das ist, ich habe hier geschrieben, dank zentraler Beratungsangebote, die Fragen effektiv geklärt werden können. Ich würde jetzt, das habe ich vor ein paar Tagen geschrieben, jetzt, nachdem ich nochmal darüber nachgedacht habe, würde ich sagen, zentrale und individuelle Beratungsangebote. Also es wird auch zukünftig sicherlich Institutionen geben, die das für sich alleine stemmen können, aber die, die das nicht können, damit die einfach davon partizipieren können, dass es auch zentrale Angebote gibt und nicht hinten rüberkippen. Heute würde ich sagen, die notwendige Individualberatung ist zumindest in meinem Bereich so zeitaufwendig, dass es ganz viele Institutionen gibt, die das gar nicht leisten können. Das sind Menschen, die haben wahnsinnig viele Aufgaben. Und in diese komplexe Thematik noch mit reinzuwachsen und eine perfekte Individualberatung für die ganzen vielen besonderen Fälle in den Künsten anzubieten, ist einfach nicht zu leisten. Deswegen brauchen wir dringend diese Diamond-Angebote und deswegen brauchen wir dringend zentrale Strukturen. Ja, und ich würde sagen, am Ende haben wir auch überlegt, ist Diamond is Yard's Best Friend eigentlich der beste Titel? Wir haben dann festgestellt, nee. Eigentlich würden wir viel lieber sagen, the Yard's Best Bat is cutting with diamonds. Weil nur das stärkste Material, was alles durchschneiden kann, wird uns unseren Weg ebnen. Und damit bin ich auch schon durch. Applaus